Wir kommen zum zweiten Match des heutigen Abends. Das ist ein Three-Way-Match und das ist angelegt auf einen One-Fall. Läuft doch. Hier kommt eine Dame, die wir bisher noch nie in keinem Berliner Ring gesehen haben. Heute gibt sie ihr Debüt bei Nova. Sie ist das Kätzchen mit den schärfsten Krallen. Red Cat! Red Cat wurde ausgebildet im Wrestling Gym Harz von Joey Legend und Martin Guerrero. Mal sehen, was sie heute Abend hier bei ihrem Berlin-Debüt reißen kann. Hier kommt ihre erste Gegnerin. Diese Dame kennen wir schon. Sie war auch schon bei unserer ersten Ausgabe dabei. Aus Erlangen, The Dazzling Diva, Xara Grace. Und vom Tag der Toten, Dia de los Muertos, ihre Gegnerin. Es wird mysteriös. Direkt aus dem Dia de los Muertos, La Katrina! Das verspricht auf jeden Fall ein spannendes Match zu werden. Bist du bereit? Bist du bereit? Dann kämpf! Xara Grace haben wir in den letzten Wochen und Monaten öfter in Berlin gesehen. Ich wüsste jetzt nicht, ehrlich gesagt, auf wen ich da jetzt als allererstes setzen würde. Die machen alle einen unglaublich starken Eindruck. Ja, und alle drei haben das zu beweisen. Xara Grace, die Dazzling Diva, hat beim letzten Mal sich nicht durchsetzen können. Aber hier ist im Moment eindeutig der Vorteil bei La Katrina. Und das, obwohl die anderen beiden Damen sich direkt mal gegen sie verbündet haben. Red Cat hat natürlich auch einiges zu beweisen bei ihrem Berlin-Debüt. Geht aber jetzt erstmal aus dem Ring. Okay, Xara Grace auf jeden Fall hat genug jetzt erstmal. Setzt jetzt auf jeden Fall La Katrina ordentlich was entgegen. Und das hat auf jeden Fall reingeschlagen. La Katrina bleibt gleich mal am Boden. Red Cat rafft sich aber wieder auf. Ah, das Kätzchen will die Krallen zeigen. Ja, soweit zum Thema Verbrüderung. Was einstmals Freund, jetzt Spinnefeind. Ja, aber man kennt das ja von den Katzentieren. Da sind alle anderen nur Mittel zum Zweck. Das mag durchaus auch bei Red Cat so sein. Da wird der Aufgabegriff angesetzt. Bei der doch wesentlich größeren Xara Grace
Kann man machen. Schauen wir mal, ob das vom Erfolg gekrönt ist. Sarah hat auf jeden Fall so viel Energie, um das abzuhalten. Versucht jetzt ihre Gegnerin loszuwerden mit allen möglichen Griffen an Arm und Kopf. Und wird Red Cat jetzt aber auch gut los mit einem Stoß in die Ringecke, um sich danach direkt erstmal um La Katrina zu kümmern. Tolle Ring-Awareness auch von Zara, die hier die ganze Zeit im Blick behält, wer gerade wo ist und wie sie das ausnutzen kann. Jetzt soll hier La Katrina in den Ringseilen malträtiert werden, aber wieder geht Red Cat dazwischen. Allerdings fast vollkommen wirkungslos, ne? Mit einigen Schlägen auf den Rücken von Xara. Ja, schauen Sie sich mal den Größen- und Gewichtsunterschied an. Da hat das Kätzchen vielleicht dann doch ein bisschen zu viel abgebissen, wollte ich sagen, aber... Da wollte La Katrina eine Aktion aus der Ringecke zeigen. Oh, das sah unschön aus. Das hat wehgetan. Hoffen wir mal, dass La Katrina einen guten Halswirbelspezialisten kennt. Ja. Das Publikum fordert auf jeden Fall das Wiedereingreifen von Xara. Aber Sarah ist immer noch unten vor dem Ring, kommt mühsam zu Kräften. Red Cat leistet ihr jetzt mal ganz kurz Gesellschaft, kommt aber schnell wieder hoch in den Ring. Und da ist Sarah Grace und zieht Red Cat runter von ihrer Gegnerin, damit Red Cat hier nicht den Sieg einfahren kann. Und ich fürchte, jetzt gibt's Kloppe für die Katze. Ja, bisschen Vorspiel, aber wir wissen, Sarah kann ganz anders. Was denkst du, wer du bist, fragt Sarah Grace. Ja, eine rothaarige Katze. Jetzt lernt die Katze fliegen. Und zeigt Sarah Grace mal, wer sie ist. Nämlich diejenige, die auch durchaus zurückschlagen kann. Oh! Ein bis jetzt total ausgeglichenes Match, würde ich sagen. Sehen Sie da irgendwelche Vorteile auf irgendwas? Geben Sie jetzt schon wieder die obligatorischen Papier, die Sie übrigens gerade vorhin bei Match Nummer 1 verloren haben. Möchte ich bemerken. Das erste Bier des Abends geht schon mal auf Sie. Im Moment kann ich da gar keine Voraussage treffen, weil ich einfach weder La Katrina noch Red Cat gut genug kenne, um die einschätzen zu können. Ich würde aber tatsächlich niemals gegen Xara wetten. Wobei es im Moment, ehrlich gesagt, für Xara überhaupt nicht gut aussieht. Ich frage mich wirklich, wie viel Energie da noch drin steckt. La Katrina prügelt sie quasi immer wieder erbarmungslos in die Ringecke. Fordert nun beide Gegnerinnen gleichzeitig auf, sich doch gemeinsam um sie zu kümmern. Und wird sie das bereuen oder wird das zum Erfolg führen? Da soll es den doppelten Headbutt geben und das funktioniert. Und die Katze lernt ein weiteres Mal fliegen. Und was hochkommt, muss auch wieder runter. Aber mal ganz ehrlich, was für Kräfte hat La Katrina, wenn sie die beiden Leute wirklich dahin delegieren kann, um gemeinsam den Headbutt zu kriegen? Da muss man ja auch erstmal wirklich seine Gegner im Griff haben, seine Gegnerinnen in diesem Falle. Das hat sie definitiv. Ja, vielleicht helfen da die Kräfte aus dem Totenreich ein bisschen mit. Ja. Da durften auf jeden Fall sowohl La Katrina als auch Xara jetzt wesentlich näher dran sein als La Katrina. Am Totenreich, ja. In der Tat. Jetzt Aufgabegriff gegen beide. Das wäre natürlich ein grandioser Sieg, beide Gegnerinnen gleichzeitig abfertigen zu können. Sie schafft es, beide Gegnerinnen gleichzeitig erst einmal von der Ringmatte wieder hochzuheben. Die an sich wesentlich schwächer wirkende erstmal La Katrina, aber das sind überzeugende Kräfte. Und wenn da nicht andere Kräfte mit dabei sind, weiß ich es nicht. Das ist unmenschlich, das kann einfach nicht mit rechten Dingen zugehen. Wer auch immer ihr hilft, es ist ein mächtiger Helfer. Ja, da wollte Red Cat die Gelegenheit noch mal nutzen, aber wir wissen, Neugier war der Tod der Katze und oh! Das war ein sehr schöner kurzer DDT. Und La Katrina gewinnt.
deine Gewinnerin, La Katrina! Sarah Grace und Red Cat ziehen ab, während La Katrina noch für einen Moment ihren Sieg feiert. Verdient.